Able, der Warrior, Able! Ja, das war meine Anmoderation. Terraria, willkommen zurück. Brauchst du eigentlich die Ammo-Box? Die gibt's gerade zufällig. Ich hab die. Oh. Ach so. Was macht der hier unten? Die spawnen jetzt scheinbar in unserem Keller. Das ist natürlich nicht so angenehm. Oh, naja, da muss ein Backhunter setzen. Reicht's nicht, wenn wir es ausläufen? Bist du bescheuert? Wir sind hier in Terraria, nicht in Minecraft. Shit. Ja, ich meine, was soll's, nicht wahr? Ach, das stört das aber nicht, wenn dich einfach Gegner angreifen. Na, eigentlich stört's mich schon. Willst du zufällig eine Possessed Armor Rüstung haben? Ich will alle Rüstungen haben, aber ich schmeiß erstmal. Warte mal, mein das Zeugs sind drei, das ist eine schlechte, oder? Also, ja, das ist eine schlechte. Wo ist denn die Bannerkiste schon wieder? Okay. Ich würde das jetzt langsam mal wieder merken. Ah, hier neben mir, geil. Blattzombie-Banner, schön. Oh mein Gott, man, die ist ja schon voll. Eine komplette Possessed-Rüstung und den Helm sogar doppelt, also einen Helm verkaufe ich dann mal. Und die Petrified Spike, die aus der Wüste kommen, die werden irgendwie. Ah, da, Wüste. So. Die Orkisch-Brustplatte, was mache ich mit der? Petrified, okay, die hatte ich, die habe ich noch nie gesehen, lol. Ernsthaft nicht? Okay, von den Viechern. Ich habe gestern einen Tremor-Part angeguckt, wo wir von Petrified Spike. Ach so, logisch! Weil der Basilisk erst seit Hard Mode kommt! Oh. Was wollten wir craften? Wir konnten es nicht und jetzt können wir es. Wir sollten uns das nochmal anschauen. Ist hier jemand, bei dem ich was verkaufen kann? Du da. 20 Körper, naja, besser als nichts. Mein Inventar ist so voll. Der 7 Gold hat der für mich. Geil, du solltest zum Textconnector gehen. Ah, ach so, der ist wieder da, okay. Oh ja, er lebt noch. Er lebt noch. Verdammt. Ist einfach der Holzmichel. Dass du das kennst. Krass, bist du modern. Hä? Was ist das für eine Aussage? Eigentlich nicht sehr sinnvoll. Boah, das nenne ich mal einen Haufen Kobold. Mal schauen, wie viel ist das? Ein Haufen. 55. Nicht schlecht. Ja, laut deiner Aussage ist es ein Haufen. Ja, 55 waren es. Ich bin so froh, dass ich das nicht alles. Ich glaube, ich baue ein Kobold-Haus, Alter. Da ist nochmal so ein Riesentrank. Ja, genau. Das ist wert, natürlich. Boah, das waren 36. Naja, gut, geht. Ich habe so viel Zeug in meinem Winter. Aha. Danger Zone! Willkommen in der Danger Zone! Was willst du mit einer Danger Zone? Das ist ein Klinger. So Danger ist die Zone gar Gegner nicht. Aus. Der hat 1x1 Pixel, ich schwör's. Das kann doch wohl nicht sein Ernst sein. Das haben die in Tremor echt gemacht. Das könnte Titanium sein, ich muss dahin. Könnte. Oh mein Gott, das ist Titanium! Geil! Ich hab echt schon befürchtet, ich finde gar nichts mehr heute. Ah. Ah, und das war Silber, was für eine Enttäuschung. Oh shit, wenn dieser komische Magier nicht die ganze Zeit hinter mir her spawnen würde. Hinter dir her spawnen? Ja, der teleportiert sich hinter mir her. Ich glaube, Teleportation ist kein Spawning. Ja, fast das gleiche. Warum höre ich euch mich selber? Weiß ich nicht. Bist du zu laut eingestellt bei mir? Das könnte sein. Du redest einfach zu laut. Weiß nicht, schrei ich dir ins Ohr.
Nein, eigentlich nicht. Ich mache aber leiser. Es kann halt sein, dass ich dich ab und zu nicht mehr richtig verstehe. Da 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 da. Oh mein Gott, ist viel Zeug drin. Oh mein Gott, ist in meinem Inventar viel Zeug drin. Und nichts davon geht raus. Oh doch, das ist weggegangen. Dreck. Sand. Das Ding kann scheinbar nicht im Wasser angreifen. Oh mein Gott, ein Parasprite. Knochenbogenschütze. Bist du eigentlich noch da? Ich habe immer Angst, wenn du. Ja, ich bin da. Wieso denn? Oh, eine Corruption-Mimik. Das könnte jetzt spannend werden. Oh ja, da kann was Geiles drin sein, potenziell. Oh, scheiße. Ich bin wahrscheinlich schon wieder Lost Connection, oder? Was denn? Ich sehe, dass du komplett grün leuchtest, was? Aber noch bin ich auf der Server. Ach, mein Gott, Mann. Ich kann dich also nicht hören, aber ich werde noch nicht rausgeschmissen. Tja, was mache ich denn da? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht nochmal Prozesse beenden. Okay, die Corrupted Mimik greift an. Ne, der kann nicht beenden. Oh, jetzt haben wir Lost Connection. Schade drum. Naja, was soll's. Ich kann nichts dafür. Hol mir meinen Kakao aus dem Kühlschrank. Uno momento. Ich hasse das. Ich bin echt überfordert mit der Tatsache, dass mein Inventar so voll ist. Ah! So, da bin ich wieder. Ja, und? Oh, ich höre dich! Super, willkommen! Warum verschwindest du immer? Warum passiert das immer? Ich kann nicht nochmal Programme beenden! Das hat bestimmt nichts mit irgendwelchen Programmen zu tun. Ja, keine Ahnung. Ich denke mir so, wenn weniger durchs Internet durchgeht, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit geringer, dass passiert. Scheinbar nicht, aber heute ist es wirklich massiv schlimm. Mal ehrlich, wir haben doch. Es war doch letztes Jahr nicht so ein Problem. Ich weiß nicht. Sag mir, wie ich fixe und ich fix. Ja, sage einfach nur, alle Teile ersetzen. Was alle Teile ersetzen? Gib es nicht. Neuer PC ist das Einfachste. Dann gib mir ein! Dann sag mir, gib mir ein Angebot von deinem Store. Was? Mach dir die Scheißmühe selbst. Und start neu, ich möchte weiterspielen, oder ich höre auf. Nein, du, wenn, dann gehe ich da halt real hin und das wird dann noch eine Weile dauern, bis das passiert, verstehst du? Ja, okay, wann genau passiert's? So schnell, wie du dir ein neues Headset kaufst, was? Ich hab dir eigentlich gesagt, dass ich das mit Estland vergleichen will. Deswegen, das wird erst dann passieren. Ach so, du willst ernsthaft? Ich würde mir niemals einen PC im Ausland kaufen, bitte. Warum nicht? Du wirst nur sicher gehen, weißt du? Bist du billiger und so besser. Ja, dann. Wie sind die Steam-Angebote dort eigentlich? Sind die günstiger? Das würde mich interessieren. Hä? Was für Steam-Angebote? Warum sollen da ein Unterschied sein? Ja, warum sollen da ein Unterschied sein? Sag, warum soll da ein Unterschied sein? Warum nicht? Das ist beides Euro. Warum soll es da einen Unterschied geben? Kann ja sein. Nein! Billigere Preise? Nein! Also. Der Euro ist Euro. Der Euro hat generell in ganz Europa denselben Kurs. Also. Vorteil also nicht, okay. Warum soll denn da was anders sein? Aber ich kaufe gerne in Dollar ein. Man spart sich immer Geld. Ich meine, wenn du von. Interessant. Wenn er das hat, dann tut er sich auch nicht neu starten. Verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, schau dir das mal an. Auf Steam hat Aragami 50% Rabatt, 9,99 €. Auf WinGame Store hat Aragami 60% Rabatt, macht 7,99 $. Und wenn ich jetzt 7,99 $ zahle. Jetzt darf ich den Server. Dann kostet mich das Ganze nur 7 Euro und ein paar Cent. Warum kann der Server nicht mehr richtig. Ich bin also fast 3 Euro günstiger als auf Steam gerade. Warum kann sich der Server nicht mehr richtig schließen? Ich verstehe das nicht. Boah, für 7 Euro lohnt sich's ja schon fast. Hast du Lust, Aragami mal zu Let's Playen? Aha.
Kaufst du es dir? Es kostet nur 7 Euro. Über ein neues Let's Play denken wir erst nach, wenn die alten fertig sind. Bitte, danke. Wirklich? In meiner mit Dennis LP-Liste sind noch 18 Spiele drin. Und ein paar davon hast du noch nicht einmal. Dungeon Siege 3 hast du nicht. 4, 3 hast du nicht. Soll ich es alleine spielen? Ich hab, warte mal, aber Nova hat 4-3. Könntest du es nicht über ihre Bibliothek spielen? Ja, kann ich. Wieso? Ja, geil. Wir können 4-3 also endlich spielen. Das dauert nur ein paar Stunden. Das ist doch ein kurzes Spiel. Was wollte ich denn gerade machen? Ach, das da. Mein Gott, man. Immer bringst du mich aus dem Konzept. Du willst mich jedenfalls nicht auf den Server lassen, wie es ausschaut. Ist Server hidden from Browser? Das muss auf True sein, oder? Wenn ich das gerade richtig verstehe. Ja. So, weil ich mir vorstellen könnte, dass es einfach daran liegt, dass irgendwer versucht zu connecten, dass der sich nicht schließen will. Lol. Das ist meine einzige logische Erklärung, weil es ist der einzige Unterschied zu damals. Na gut. Warum nicht? Änderungen durch Mods, die dafür sorgen, dass alles kacke ist, kann natürlich auch vorkommen. Der macht nicht alles kacke, der sorgt halt dafür, dass jeder potenziell connecten kann, weil er ja in der Dingensliste ja, reinkommt. Ja, scheiße, will doch kein Match. Wollen doch alle unter sich bleiben. Nein, es gibt genug Leute, die richtige Server machen wollen. Weißt du was, mein YouTube ist jetzt endlich vollkommen clean. Ich hatte ja eigentlich 3 Google Plus Accounts. Ich habe jetzt die anderen 2 gelöscht und deren beiden YouTube-Konten sind jetzt auf meinem einzigen Google Plus Account als Brand-Konten. Das heißt, ich habe jetzt von meinem einen Google Plus Account und YouTube Account 4 Kanäle, die ich erreichen kann. Sau toll. Ich weiß zwar nicht, was ich mit all den Kanälen mache, aber das Blöde ist halt, ich kann sie halt nicht verbinden, weißt? Ist halt sau scheiße. Und löschen will ich sie jetzt dann auch nicht. Ich bin übrigens auf dem Server, das ist sehr geil. Dann gehe ich jetzt wieder unterirdisch. Hui. Ach, warte. Inventar leeren. Warte mal, was muss. Okay, das ging aber okay, gut. Das ist so. Jetzt ist da hinten so eine Wand? Nein, so ein Gegner. Spawn ja, scheiß Prozess Armor. Ja, mal. Du wolltest einen Keller haben. Vielleicht solltest du erst einmal eine Brickwall machen, also einmal komplett einkreisen mit Mudbricks. Ich habe beim Boden schon mal ein Stück angefangen. Ich das der Gegner spawnt. Was sind meine da? Boah, ich gehe jetzt da rein. Ich glaube, da kann ich ein paar Crystals abstauben. Das schaut so Halo aus. Maybe. So. Da ist eine Medusa. Okay, das interessiert mich eigentlich nicht. Blöde Medusa. Ah, was zur Pickron? Scheiß auf dich, du blödes Arschgesicht. Ich geh jetzt wieder weg hier. Du hattest Unrecht. Wie, ich hatte Unrecht, womit? Man kann anscheinend Erdwand nicht ersetzen. Oder muss ich ganz oben anfangen? Aber wahrscheinlich muss ich ganz oben anfangen, das ist das Problem. Du musst auf jeden Fall bei einer Lücke anfangen. Und wenn es da nicht geht, dann ist das scheiße. Aber bei einer Lücke ist das natürlich anders. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterfahren. So. Arbeiten. Fängst halt oben an, machst einen Strich nach ja, unten. Ja, ich fang oben an an der Oberfläche. Da mach ich Wand hin, Nein, da baust du halt einfach mal einen Strich nach unten ab. Das ist doch jetzt nicht so das Problem. Oh, bitte. Ja, aber wenn ich das mit Schiff platziere, geht der da nicht da hoch? Absolut keine Ahnung. Warum zur Hölle benutzt du denn ständig diese Fähigkeit? Ja, oh, weil das einfach awesome ist. Du mal mit deinen Convenience-Sachen. Wer braucht denn sowas? Warum dann? Kann er mit Schiff... Boah, ich weiß jetzt, bomben hier, das nervt. Warum kann er denn mit Schiff nicht replacen? Ach doch, kann er schon. Hey, jetzt kann er schon, okay. Das da ist Kobold. Das da ist. Aber seine Replace-Reichweite ist richtig klein irgendwie. Da ist Orikalkum. Hä, warum hat er das Schild entfernt? Weil es an der Wand festhing oder was? Oh, sag mir, dass das nicht wahr ist. Der entfernt Schild. Scheiße. Ja, wir haben die Dinger nie benutzt. Woher sollen wir das auch wissen? Naja, was soll's. Das da ist bestimmt nur Platin, oder? Ich hoffe. Ja, naja, Silber ist es, ne? Nicht das, was ich will. Aber das da ist Titanium. Ja, ich erkenne jetzt den Unterschied langsam. Es sieht mehr ponymäßig aus. Mehrfarbig meine ich damit. Hä, was? Das Titanium hat einfach so einen Glitzerstich mit rosa und anderen Farben drin. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber so ist es. Boah, und da sind viel zu viele Gegner.
Und dieser neue Clincher schaut so komisch aus mit seinen 1x1 Pixeln. Wieso haben die das in Tremor gemacht? Sieht echt schräg aus. Fast so wie unsere 1x1 Items. Was für ein Clincher? Wo ist dein Problem? Der Gegner heißt Clincher. Geh da runter und schau ihn dir an. Der ist einfach komplett schräg. Okay. Was ist denn das für ein Zeug? Keine Ahnung. Das Zeug steckt sich ja fast alles weg. Cool. Ich habe nur noch Purple Eisblöcke, Slush und Lime Kelp. Purple Eisblöcke muss zur Eiskiste. Wenn ich jetzt weiß, wo die ist, warte, ich suche einfach nach Eis. Nee, nicht F3, F4. Eis. Boah, wenn der nicht immer so hängen würde. Wieso ist das so lahm? Weil das so viele Truhen sind. WTF, ich habe sogar ein Ladesymbol aus meiner Maus gerade. WTF. Keine Rückmeldung, sagt Terraria. Okay. Ja, weil das so viele Truhen sind. Und die fangen alle mit IC an. Oh, okay, da unten ist die Eiskiste. Ja, das, wenn du nicht so viele Treffer hast, dann muss er trotzdem alles durchsuchen. Mag sein. Wofür brauchen wir Titanium eigentlich? Ist es notwendig, einen Titanium-Drill zu craften? Weißt du das zufällig? Das muss man gerade überlegen. Abgesehen davon, wie zur Hölle craftet man Titanium-Barren? Bist du... Hast du jetzt schon wieder was vergessen, oder was? Oh nee, ich brauche erst den scheiß Ofen. Okay. Ja, also reiß den Ding ins Ofen ab und bau weiter. Fuck. Da ist alles schon wieder hin, was ich hatte. Ja, toll. Weißt du, wie ätzend das ist, Dennis? Ja, so funktioniert das. Das ist halt sehr kostenspielig. Ja. Echt nervig, Mann. Sei froh, dass du das nicht machst, sondern ich. Ja, dann hilf mir! Nö, kein Bock. Mach du die Wand. Ich geh lieber unten sterben. Weißt du, farmen. Beschwert sich, will dann aber nicht helfen. Der ist sich lieber ein Lebkuchen-Brownie. Was ist das für eine Kombo? Na, die Dinger, die Heidi gemacht hat. Ich habe noch drei übrig. Was für ich Dinger? Sag, ich glaube, ich habe das Ding nicht einmal gesehen. Packt sie mir 5 ein. Was aber auch sehr gut ist, ich will die alle essen. Er ist ja gemeint, da ist so ein bisschen Lebkuchenteig drin. Deswegen nenne ich sie so. Mensch, warum geht denn der Smart Cursor damit nicht? Das ist so ewig langsam auf die Art und Weise. Muss jeden Block einzeln entfernen. Ach so. Ja, das stimmt. Da hast du Probleme. In der Luft nicht kann mehr endende Probleme vom Dennis. Oh, was denn das hier schön? Habe ich jetzt da hochgebaut? Schaut für mich gerade so aus. Eisen. Immer diese minderwertigen Erze. Könnte man die nicht mal despawnen? Was für minderwertige Erze? Bist du blöd? Na, Eisen und Orikalkum. Eisen. Du, das brauchen wir teilweise im Bossbahn-Item zu craften, aber gut. Ach, komm. Können wir doch bestimmt auch ohne Regeln. Nein. Wenn man kein Glück hat, dann nicht. Willst du 5 Jahre warten, bis mein Gegner spawnt? Ah, ich habe einen neuen Hellfire gefunden. Der ist Godly, cool. Godly Hellfire, eigentlich ist der sogar recht stark. 56 Damage, okay, krass. Ich glaube, den nehme ich jetzt her für Pain Wheel. Das Pain Wheel ist zu schwach. Jojo ist cooler. Ah, aua! Renn mich doch nicht ab, Feuerimp. Wow, das ist echt... 3-Hit-Kill. Ich verstehe, weil das wahrscheinlich so funktioniert. Ah ja, gut. Oh, Devil's Tortoise. Tortoise. Was laberst du? Tortoise, ich kann das doch nicht aussprechen. Was laberst du? Ich brauche mal einen Aussprachekurs. Es ist aber so anstrengend, Aussprache zu lernen. Du brauchst einfach eine Person, die es richtig aussprichst, und dann sprichst du danach fertig. Ja, wenn es so einfach wäre, dann ist... Ja, natürlich ist es so einfach, Mensch. Oh, heilige Scheiße. Ich habe gerade über 100 Blöcke Silt abgebaut. Über 100 Blöcke, was? Ja. Hast du mitgezählt, oder wie? Ja, da stand 114, als ich drüber gelaufen bin. Beim finalen Einsammeln. Muss ich doch nicht zählen. Wer bist denn du? Das wird ja alles auf einmal... Muss nur hinschauen, was da steht.
Und natürlich möglichst alles hintereinander einsammeln, damit es überhaupt dort steht. Ah ja, das lag echt nur daran, weil es an der Wand befestigt war. Ist ja witzig. Ich wusste ja nicht, dass man Schilder an der Wand befestigen kann. Das geht. Ja, geht. Oh, warte, wer bist du denn? Lost Girl. Oh. Naja, das Item interessiert mich aber nicht, dass das die dauert so ewig. Ich freue mich schon auf das Replacement-Update. Ich glaube, dass das dann richtig geht. Du könntest es auch einfach modden. Okay, war ein Scherz. Weil was mir auffällt... Ja! Er tut die eigentlich gar nicht replacen. Der entfernt die Wand, wenn du mit der Wand draufklickst und baut dann halt eben die danach hin. Also eigentlich ein Klick entfernt die Wand, der zweite Klick baut es wieder hin. Denn es hier ist ein Magium-Keeper. Es ist also gar kein richtiges Replace. Flyer. Ja, ist mir auch wurscht. Bring halt um. Ich habe absolut keine Ahnung, was das für eine ist. Der hat 6000 Lebenspunkte, Mann, ich töte den nicht so einfach. Er hat jetzt immer noch 5500 übrig. Ich weiß nicht, was mit dem ist, aber der ist so stark. Kann er irgendwie besonders stark angreifen? Nee, das wiederum nicht. Deswegen habe ich gerade auch nicht so die Probleme. Er beschwört jetzt beschwört er gerade Dutzende Schwerter, die so blau sind wie er. Ich meine das ernst. Blau ist er. Jetzt versteckt er sich da hinten und... Na, komischer Typ. Hallo, du da. Lass mich dich doch töten. Ich will wissen, was du hast. Items. Na, weh, wenn der jetzt nichts droppt. Jetzt ist er bei 4500. Es dauert noch eine Weile, aber... Ich gebe mein Bestes. 2500. Solange er unter mir ist, kann ich mein Hellfire benutzen. Einfach gedrückt halt. Sehr angenehm. Okay, 800. Jetzt ist einfach runtergejumpt, läuft. Der droppt Runenbarren! Braucht man die für irgendwas? Was für Runenbarren? Weiß ich doch nicht. Ja, was weiß denn ich? Das steht Runenbarren, Mann. Mehr kann ich dir nicht sagen. Was soll ich das wissen? Du warst der, der das letzte Mal die Wiki offen hatte. Und ich habe 37 Gold und ich bin vollkommen voll und... Ich bin vollkommen voll, das ist ein Problem. Ja, ich bin immer noch total voll. Warte mal. Oh mein Gott, das ist doch nicht etwa Titanium-Ohre! Wonach soll ich die kategorisieren? Gute Frage. Nächste Frage. Beantworte doch erst die Frage. Was? Ja, du kannst doch nicht einfach nächste Frage sagen. So funktioniert es nicht. Oh, scheiß Fledermaus. Jetzt muss ich nach links drücken, um nach rechts zu kommen. Hey, jetzt kann man jedes Emblem auch nur zu was anderem craften? Ach so, das ist, wenn man zusammen craftet mit dem Ding, was man am Anfang des Spiels bekommen hat, okay. Warte. Ach so, ja, das Ding. Halt Spark. Wir sollten das mal irgendwann benutzen, meinst du nicht auch? Wo habe ich das überhaupt hingelegt? Da ist eine Corruption-Mimik, Dennis. Ich trau mich nicht dahin. Ja, dann bring's halt um. Naja, als ob ich jetzt gegen eine Corruption-Mimik kämpfe, bist du wahnsinnig. Ja. Außerdem ist die direkt in einem neuen Mushroom-Biom. In einem neuen? Oh, dann brauchst du kein Geld mehr. Ja, da ist eine Kiste. Wenn ich da hinkomme, dann nur tot, wahrscheinlich. Außerdem ist da unten eine Mimik, eine goldene. Also gleich doppelt Ärger. Es kommt noch härter. Du bist nicht Team Rocket. Nein, bist du nicht. Oh, aber warte, ich kann hier die eine oder andere Seele abstauben, während ich hier... Oh, die Corruption Mimik ist aktiviert. Jetzt wird's problematisch. Du staubst Seelen ab. Bist du ein Abstauber? Okay, erstmal Flameburst Rod. Quick Bramble Stuff. L drücken. Hoffen, dass. Ah! Was schießt denn da schon wieder? Weiß ich nicht. Die Mimik hat noch fast volles Leben. Ich geb's auf. Das mache ich jetzt nicht. Oh, okay. So viel. 28 Gold liegen lassen. Ja, scheiß auf 28 Gold. Ist ja nur über ein Viertel Platinum. Das ist so, als würde ich da jetzt ein Fenster öffnen und 100 Euro rausschmeißen. Warte, ich bin gleich zurück, ich schmeiße 100 Euro aus dem Fenster. Was? Bist du bescheuert? Absolut, ja. So fühle ich mich jedenfalls. So. Die Runenbaren stecken sich nicht weg, haben wir die noch nicht gehabt? Wo ist denn der Guide? Haben wir die noch nicht gehabt? Du, glaubst du, ich habe so getan, wie als würde ich die kennen? Wenn ich nicht weiß, was ich damit machen kann, glaubst du, ich kenne die dann? Ist egal, ich habe Runenbaren gerade eingegeben.
Boah, was zur Hölle? Diamond Beam kann man craften. 348 Magic Damage. 10 Diamanten, 8 Lapis Lazuli, 12 Runenbahn, 15 Gloomstone. Das heißt, das Einzige, was wir brauchen, ist dieses Lapis Lazuli. Wo ja auch immer das gibt. Wenn du mir das Item gibst, kann ich nachgucken, oder schau selber nach. Magium Shard. Magium. Dann nicht. Warte, ich gebe dir meine Runenbahn. Alle. Und du kannst dir angucken, was soll. Oh lol, das sind diese blauen, okay. Es gibt wohl auch eine Rüstung. Worum geht's dir um Diamond Beam? Lapis Lazuli. Da ist eine saustarke Waffe drin, genau, der Diamond Beam. Der Rest Brandillo und Ghost Warrior können das droppen. Und woher kriegt man die? Weiß nicht. Steht da nirgendwo, wo es die gibt? Also Brandillo schaut irgendwie so ein bisschen aus wie eine Queen Bee in Metall. Muss ich auch sagen. Okay. Und ja, da gibt's auch eine Rüstung draus. Braucht man für die Olapis? Ich weiß es nicht. Magnum Shards. Magnum Keeper. Okay, der keept das Magnum anscheinend. Baren. Einer mit. Sag mal, ist es normal, dass es 5 Titanium-Köpfe gibt? Wie meinst du Titanium-Köpfe? Es gibt 5 Helme. Maske, Helmet, Headgear sind die 3 normalen und dann ist hier noch Header und Hood. Ja, was steht denn dabei, was sie für einen Effekt haben? Minion Damage. Ja, na also. Oh, und dann noch eine für Alchemie, also 6 Stück. Was zur Hölle? Es gibt also jetzt. Okay. Ja, es gibt sehr viele Klassen. Ganz schön übertrieben. Müssen wir uns fast mal entscheiden. Nix da. Jetzt muss ich erstmal schauen, ich habe nicht genug Barren für. Brauchen wir überhaupt einen Drill aus Titanium? Doch, für Chlorophyt, gell? Ja, stimmt. Dann brauchen wir das jetzt wohl noch. Tja, wird wohl eine Weile dauern. Übrigens, das da kriegst du. Warum schmeißen wir immer Sachen zu? Was ist das? Warum tust du nicht in Truhe? Ich bräuchte Glowsticks. Es gibt keine Glowsticks. Dann kaufe ich mir welche. Der bietet keine an. Ich dachte, man kann die kaufen. Blöder Merchant. Du kannst ja suchen nach Glowsticks oder. Ich hab 9. Danke. Na, irgendwie sind mit dir ausgegangen. Ich war zu viel im Wasser. Aber ja, ich suche mal danach. Wir haben nichts, was mit Glowstick ist. Wieso haben wir eine Defenders Forge in einer Kiste? Oder haben zeigt wir? Ihr mir das falsch an? Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Was? Das Defenders Forge Symbol da oben, das ist nur dafür da, dass. Ach so, das der zeigt was, ja, was in deiner Defenders Forge ist. Er zeigt mir natürlich die Piggy Bank und Safe und Defenders Forge an, falls es dort drin ist. Ja, okay, jetzt macht Sinn. Übrigens, ich habe gerade was herausgefunden. Was denn? Hä? Ach so, ich habe A gedrückt, deswegen. Aber jetzt geht es sauschnell, wenn ich A drücke. Der halt jetzt, mein ganzer Bildschirm leuchtet mit Sachen, die A-Items sind. Komisch, warum hat er vorhin so geleckt? Ich weiß es nicht. Weil es mehr Truhen waren wahrscheinlich. Wenn du weiter drüben stehst, sind es weniger Truhen. Ist ja keine endlose Reichweite, der hat nur so ein bisschen. Wir brauchen jedenfalls mehr Titanium. So, ich helfe dir mal mit der Wand. Hui, schon fertig. Das ging aber gut. Ja, du helfst mir da mit der Wand, wenn ich sie fertig gebaut habe. Du bist ja auch einer. Da, ein Problem ist ja noch. Brauchen wir nicht irgendwie eine Art Decke, die nicht aus, naja, Ekelmaterial besteht? Wow, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Wirklich nicht? Du willst diese Decke behalten? Lassen wir erstmal. Die Truhe ist aber schon voll. Naja. Ich muss mein Metall irgendwie leer kriegen. Quickstack. Ja, da steckt sich ja nichts weg. Oh, ist aber schlecht. Das hast du nur getan.
Ich glaube, wir wollen die Dinger abgreifen. Ja, warte mal. Ich habe Silt und Slush. Wo ist denn dieser Kasten zum Silt und Slush wegmachen? Der da? Ist das jetzt der da? Ja, da drüber. Hey, oh, da oben. Warum habe ich auf einmal Slush? Ja, weil ich links und ich habe rechts gedrückt, um zu testen, ob das funktioniert. Bist du bescheuert? Living Fireblock. Keine Ahnung, wo ich den hinpacken soll. Das kann man aus denen bauen. Nur verschiedene Arten von Flammen, oder? Wait, what? Jedes. Ich kann daraus Rüstung bauen. Ernsthaft? Und eine Waffe. Das ist aber Mod. Wie viel Hit Damage macht der? Hä, warum macht er weniger? 48? Ach ne, das ist Magic Damage. Hä? Igniter. Ja. So nenne ich ein Feuerzeug auf Englisch. Schau mich so ganz aus wie Feuerzeuge. Infernal Soul. Magmorium-Helme brauche ich dafür, um den herzustellen, oh lol. Hades Brustplatte. Igniter. Okay, dadurch, dass ich die zum Weitergraften benutzen kann, mache ich jetzt was ganz Witziges. Der Igniter schaut witzig aus. Ich will wissen, wie der ausschaut von der Magie her, die er macht. Mensch, diese ganze Kleidung. Ah. Da, Dreckkiste, die brauche ich jetzt. Oh ja, ich stehe auf Dreck. Okay, jetzt kann man, glaube ich, was falsch verstehen. Ich würde sagen, wir werden nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part. Tschüss.